So, Freunde, heute noch was zum Thema Bullshit-Thema. Bullshit-Thema. Wobei, es ist echt ein heikles Thema. Ich habe ja bestimmt schon von mir in letzter Zeit öfters mal den Ausdruck gehört, wir denken tatsächlich, dass wir die intelligenteste Spezies sind hier auf der Erde, auf unserem Erdball. Und was ich immer wieder feststelle, ist, dass Menschen über 10, 15, 20, 25, teilweise 30 Jahre ernährungstechnisch wirklich die Arschkarte ziehen sozusagen. Also die essen alles. Die essen Süßigkeiten, die essen Fast Food, die stopfen in sich rein. Ey, die haben teilweise so eine Wampe, haben 20, 30, 40 Kilo Übergewicht. So, und dann kommt irgendwann der Punkt, wo die rote Karte kommt, weil entweder ja, man immer zum Auto reinkommt oder beim Atmen Schwierigkeiten hat, beim Treppenlaufen oder bei der Hose anziehen, Schuhe anziehen. So, und dann kommt irgendwann sozusagen der Geistesblitz. Ich muss jetzt aber mal ordentlich abnehmen. Oder sie waren sogar beim Arzt und der Arzt hat gesagt, weißt du was, dein Blutdruck, der ist jenseits von Gut und Böse. Und dein Herzrhythmus ist auch nicht mehr der beste. Und deine Leber, die hat aber auch schon ein bisschen zu viel Fett gesehen. Und Alkohol hat sie auch zu viel gesehen. Und ja, deine Gelenke, die ächzen auch schon. Und dein Ruhepuls ist auch 20 Schläge zu hoch. Du solltest jetzt mal so langsam was tun. So, und jetzt kommt das Schlauste. Dann kommt erstmal die großen Augen und der Blick zum Onkel Doktore, zum Gott in Weiß und sagt, gib mir doch bitte eine Tablette. Die Tablette muss so stark sein, dass alles, was in den letzten 10, 15, 20, 25 Jahren passiert ist, alles an Fehlverhalten der Ernährung, alles an dem, dass man sich nicht bewegt hat, dass man schlecht geschlafen hat, dass man sein Rennpferd nur missbraucht hat und es ist ein Esel draus geworden. So, und jetzt muss die Pille her. Und zwar die Pille, die alles vergessen lässt. Wo der Körper auf einmal wieder gattenschlank ist, alle Wehwehchen, alle Krankheitsbilder sind auf einen Schlag weg und es darf nicht wehtun und es muss natürlich in 14 Tage, 3 Wochen vielleicht, wenn einer ganz großzügig ist, vielleicht in 5, 6 Wochen muss es passieren. Bullshit. Das ist Bullshit, aber eindeutig. Warum? Überlegt mal, wenn jemand mit dem Vorhaben rangeht und sagt, so, jetzt habe ich so lange Schindluder betrieben, jetzt nehme ich mir mal 3, 4, 5 Wochen Zeit, jetzt bewege ich mich mal, ernähre mich und gesund und da gibt es eine Tablette zu, dann muss das wieder funktionieren. Das ist doch ein völlig irrationaler Gedanke, dass innerhalb dieser kurzen Zeit Sachen wieder bereinigt werden, die davor über Jahre hinweg nicht funktioniert haben. Das kann nicht funktionieren, der Wunsch kann nicht funktionieren. Und aus diesem Grund, Freunde, ist es erstens mal ganz wichtig, nicht zu warten, bis es weh tut. So, es gibt einen ganz guten Spruch, der heißt, wir suchen immer erst dann nach einer Lösung, wenn es richtig weh tut. Es muss also erst richtig weh tun, bevor wir anfangen zu agieren. Besser ist es erstens mal präventiv zu arbeiten, das heißt, jetzt schon damit anzufangen, sich Gedanken zu machen, dass dieser Super-GAU erst gar nicht entsteht. Investition in deine Zukunft. Wenn du gerade dabei bist und sagst, oh, da habe ich jetzt so ein bisschen was rausgehört, das könnte mich vielleicht auch mal in der Zukunft betreffen, dann hast du jetzt gerade eben die Chance erhalten, was zu ändern. Das heißt, präventive Maßnahmen zu ergreifen, dass es erst überhaupt nicht so weit kommt, dass erst überhaupt nicht die rote Karte gezückt werden muss. Denn wisst ihr, was das Problem ist an der roten Karte? Wenn die rote Karte kommt und man aus Gründen von ultra schlechte Ernährung, von Bewegungsmangel, von schlechtem Schlaf und von viel zu viel Stress zum Arzt muss. Bestimmte Parameter wie Blutdruck, wie Herzrhythmus, wie Leberwerte und so weiter sind natürlich hinüber. Dann haben die lebenswichtigen Organe schon 70% Leistungsverlust, das heißt, ihr seid noch bei 30%. Also wartet nicht so lange, bis 70% verloren sind, sondern jetzt hast du es gehört. Jetzt tu es, denn jetzt kommt auch noch die 72-Stunden-Regel, die merkst du dir bitte auch. Wenn du jetzt sagst, okay, Mr. T hat mir gerade eine Kopfnuss gegeben, Mr. T hat gerade
geistliche Brandstiftung betrieben und ich bin ein bisschen wacher geworden, dann fang jetzt an, was dagegen zu tun. Erster Step, meine Empfehlung, 3x45 bis 60 Minuten bewegen in der Woche, am besten eine Kombination aus Ausdauer, Kraft und Mobilitätssport. Dazu 3 saubere Mahlzeiten, Frühstück, Mittagessen, Abendessen im Abstand von 4-5 Stunden und das Ganze so weit wie möglich art- und bedarfsgerecht. Was versteht man an artgerecht? Habe ich ganz oft schon erklärt, aber wenn du jetzt gerade neu bist, artgerecht heißt, dass das, was du isst, so nah wie möglich an der Natur ist. Das heißt, ein weißer Toast ist ganz weit weg vom Korn und ein Vollkornbrot ist ganz nah dran. Ein Fisch mit Stäbchen ist ganz weit weg, Naturfisch, nichts dran, vielleicht noch eine Haut außenrum, ist ganz nah. Also, dass ihr einfach so nah wie möglich in der Natur bleibt, so wenig wie möglich industrialisierte Stoffe dazu. Und bedarfsgerecht bedeutet, macht euch Gedanken, wie viele Nährstoffe braucht ihr tatsächlich? Welchen Beruf übt ihr aus? Ihr habt zu viel Gewicht, ihr wollt reduzieren, okay, leichtes Kaloriendefizit. Okay, dazu noch darauf achten, dass das Protein so natürlich wie möglich ist, das Fett so natürlich wie möglich ist und natürlich auch die Kohlenhydrate so natürlich wie möglich. Und immer drüber nachdenken, welchen Job hast du? Nein, du gehst nicht Holz hacken, nein, du gehst nicht Bergwandern, sondern du sitzt den ganzen Tag vorm Rechner. Also verbrauchst du natürlich viel, viel weniger Energie wie jemand, der schwerkörperlich arbeitet. Also achte bitte drauf und führe entsprechend diese nötige Energie zu, die du brauchst. Nicht zu wenig, nicht zu viel. Und wenn dich nicht damit auskennst, dann kannst du immer noch jemand fragen, der weiß, wie es funktioniert. So, Freunde, das war's wieder heute zum Thema gib mir eine Pille, damit alle meine Sünden der letzten 20, 30 Jahre vergessen sind, schmerzfrei in 14 Tagen. Gibt's nicht.